Ja, MyPostcard ist eine Postkarten-App. Das heißt, man kann seine eigenen Fotos aus dem Urlaub spontan am Strand oder abends im Hotel in der App als Collage erstellen und dann direkt über die App auch versenden. Wir drucken und versenden weltweit. Und man braucht eigentlich nur die eigenen Fotos und so hat man schöne personalisierte Postkarten, die keiner sonst hat. Also wir lösen einerseits das Faulheitsproblem, dass man im Urlaub nicht die langweiligen Kiosk-Postkarten haben möchte und dann auch noch eine Briefmarke einkaufen muss. Dann weiß man nicht, wo der Briefkasten ist im Ausland und so kann man einfach alles ganz easy am Strand in der App abwickeln und man hat eben seine eigenen Fotos. Insofern hat man eine schöne personalisierte Postkarte und nicht, wie gesagt, die langweiligen Standardmotive. Ja, MyPostcard ist gerade in einer spannenden Phase. Seit 2014 sind wir auf dem Markt, iOS und Android, haben jetzt auch die Website gelauncht. Das heißt, sowohl in der App als auch auf der Website ist das Produkt zur Verfügung und wir sind jetzt auf dem Weg in die USA. Das heißt, wir haben auch eine Druckerei in den USA, sowohl in Deutschland als auch jetzt in den Staaten, sodass wir auch noch schneller versenden können. Also wir sind, muss man so sagen, in Deutschland so eigentlich die einzigen guten Anbieter im Postkarten-App-Bereich. Natürlich gibt es Konkurrenten wie CEWE oder die Deutsche Post, aber in Sachen Lifestyle kann mit uns so keiner mithalten. Genau, der Gründer ist Oliver Krey, ist selber Designer und Fassadenkünstler, hat früher ganz viel mit Graffiti gemacht und ist eben wirklich in diesem Designbereich aufgewachsen und legt daher auch viel Wert auf den Designaspekt. Wir haben neben diesen Fotopostkarten, die wir eben anbieten mit den eigenen Fotos, auch einen riesen Grußkartenstore und wollen der weltweit größte Anbieter dafür werden, wo man eben fertige Motive anbietet, lustige Sprüche oder Happy Birthday, Merry Christmas und so weiter. Und da legen wir eben viel Wert auf den Designaspekt, auf die Community und investieren viel in den Social-Media-Bereich und das ja alles für den Kunden. Also ein Exit ist erstmal nicht geplant, wir sind komplett privat finanziert und so soll es auch erstmal bleiben und werden jetzt den Schritt, wie gesagt, in die USA wagen und dann auch expandieren und haben aber nicht den Plan, Anteile abzugeben und werden da erstmal privat investiert bleiben und ja, organisch wachsen.